Moin moin und herzlich willkommen zu meiner Waffenreview zu einer weiteren Version der AK-47. Und zwar von der AK-47 Knife Red Dragon. Das ist ja dieses Sturmgewehr hier, AK-47 Sturmgewehr logischerweise. Schaut echt cool aus. Ist auch eine echt gute Waffe. Die hat sehr, sehr hohen Schaden. Wie ihr schon gesehen habt, recht hohen Rückstoß und ja, ein Bajonett. Damit könnt ihr also auch auf kurze Distanzen Leute erschlagen quasi. Ist eine echt gute Knarre, meiner Meinung nach. Ja, Rückschlag, wie ihr schon gesehen habt und wie auch bei jeder AK-47 so ist, sehr, sehr, sehr hoch. Kann man im Spray eigentlich schwierig kontrollieren. Ist allerdings auch der Vorteil, dass das Spraymuster relativ leicht ist. Also wenn man da drunter zielt unter den Gegner, dann trifft man noch irgendwie. Ist aber halt definitiv nicht die einfachste Waffe, ist aber von der Präzision her, wie ihr jetzt gesehen habt, bei Einzelfeuer sehr, sehr gut. Also, sonderlich unpräzise ist sie nicht. Hat eine ja eher mittelmäßige bis lange Nachladezeit, wie ihr jetzt gesehen habt. Ist genauso wie bei der AK-47 Gold. Hat 35 Schuss im Magazin, also im Vergleich zu Gold etwas weniger. Der große Vorteil ist halt tatsächlich das Bajonett hier. Und da One-Shot-Hackt der mich erstmal mit einem 700. Vorteil ist tatsächlich das Bajonett. Das macht allerdings bei Brusttreffer nicht One-Shot-Kill. Das ist sehr, sehr bitter. Würde ich euch jetzt auch gerne mal zeigen, aber komme ich irgendwie nicht zu. Das macht so Brust so 80 ans Punkte. Hier Headshot One-Hit-Kill, wie ihr jetzt gesehen habt, und das ist halt echt super auf kurze Distanzen. Weil wenn der direkt vor euch steht, dann müsst ihr nicht noch groß irgendwie rumtüdeln, dass ihr den noch trefft. Sondern könnt tatsächlich einfach, ja, einmal mit dem Knife rauf und dann war's das in der Regel. Natürlich gehe ich davon aus, dass ihr erst so ein bisschen schießt auch. Und ja, fühlt sich echt super an vom Spielgefühl her, macht auch auf jeden Fall echt Spaß mit der zu zocken. Will aber auch geübt sein. Ist anders als irgendwie eine M4-1, wo man das relativ schnell im Blut hat. Ich brauche hierfür echt lange. Ich habe jetzt 10 Tage gebraucht, um mich an diese Waffe hier so ein bisschen zu gewöhnen. Und ist auf jeden Fall anspruchsvoller als vergleichbare Sturmgewehre. Ist aber auf jeden Fall ein Kauf wert. Ist halt nur über Coupons zu haben im Moment. Für 90 Tage zahlt ihr 80 Coupons. Mag für den einen oder anderen übertrieben sein, zumal ihr halt ansonsten permanent irgendwie eine Ruger Mini 14 oder so bekommen könntet. Aber die Entscheidung kann und will ich euch nicht abnehmen. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Zumal ihr dadurch halt auch extrem viel GP bekommt. Ihr müsst für die halt nicht reparieren. Ja. Dann euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Eine weitere Waffenreview zur Anaconda Red Dragon kommt auch irgendwie jetzt demnächst mal so. Die habe ich nämlich gewonnen. Und ja. Gerne liken, sharen und abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat.